15. Juli 2016. In der Nacht stand unsere Nation plötzlich einem Putschversuch gegenüber. Die Verräterbande FETÖ, die sich in dem Staat eingenistet hatte, richtete den Panzer und das Gewehr der Nation auf die Nation und hatte auch die Absicht zu töten. Die Mitglieder der brutalen Terrororganisation hatten unser Veteranenparlament bombardiert. Aber die Nation hatte noch ein Wort zu sagen. Unser Volk vereinte sich und folgte dem Ruf von Präsident Erdogan und ging auf Kosten seines Lebens auf die Straßen, legte sich vor die Panzer und ging auf die ihm gerichteten Kaliber zu. Ohne einen Augenblick zu überlegen, wurde er Märtyrer und Veteran. Mitglieder der Terrororganisation, die sich der Demokratie widersetzten, wurden von nationaler Einheit und Solidarität besiegt. Der Angriff mit Kanonen, Gewehren scheiterte aufgrund der Tapferkeit des Volkes. Die Nation unterzeichnete einen Sieg für die Demokratie. Die Plätze füllten sich. Die türkische Nation, die ein Epos schrieb, schrie noch einmal zur Welt: Heimat ist unser, Wille ist unsere.